einen schönen Nachmittag wünsche ich euch allen da draußen. Mit diesem Video möchte ich versuchen, euch auf unterhaltsame, möglichst einfache Weise ein ansonsten eher sehr trockenes Thema näher zu bringen. Wie ihr es vielleicht schon vom Titel her erwarten könnt, es geht um die menschliche Anatomie. Ich bin selbst Studierender der Gesundheits- und Krankenpflege und weiß daher, wie schwer es sein kann, in das Thema reinzukommen und dann voller Interesse dran zu bleiben. Immerhin kostet es viel Zeit und ist aufwendig. Mit diesem Lernvideo möchte ich euch unterstützen, gerade zu Beginn des Studiums, wo man üblicherweise mehr als genug um die Ohren hat, rascher und motivierter in die Materie reinzukommen. Ich hoffe, das gelingt mir und ja, lasst uns loslegen. Wie ihr sehr gut sehen könnt, haben wir hier erstmal das menschliche Skelett vor uns. Ich möchte es zu Beginn mal, um den Einstieg einfach auch zu erleichtern, erstmal von oben bis unten grob durchgehen. Wir haben oben den Kaput, das auch Kranium genannt, ja, wobei der Unterschied natürlich zwischen Kaput und Kranium der ist, dass Kaput der Kopf ist, ja, und Kranium der Schädel. Das ist normalerweise nicht gravierend, wenn man das jetzt die beiden Begriffe verwechselt, aber Anatomie ist ein sehr genaues Fach, also die Prüfungen sind auch dementsprechend. Also wichtig unterscheiden zwischen Kaput und Kranium. Ja, Kaput ist der gesamte Kopf mit allem drum und dran und Kranium ist der Schädel, der knöcherne Schädel. Direkt darunter, wie man gut sehen kann, haben wir den Cervix. Und wieder darunter haben wir den Truncus. Truncus heißt Körperstamm. Ja. Das fasst im Prinzip alles zusammen ab dem Cervix, dem Hals und bis zu den Oberschenkelknochen. Der Truncus teilt sich dann des Weiteren noch auf in Thorax, dann das Abdomen und schließlich das Pelvis, das Becken, einer der massivsten Knochen im gesamten Körper. Rückwärtig ist, das ist mit diesem grünen Pfeil hier markiert im Bild, das Dorsum. Das ist der Rücken, der menschliche Rücken, umfasst unter anderem die Wirbelsäule. Vom Hals bis zum Steißbein. Darauf kommt, auf den genauen Aufbau der Wirbelsäule gehe ich aber noch später genauer ein. Dann außerhalb des Truncus haben wir oberhalb die oberen Extremitäten und unterhalb die unteren Extremitäten, wobei ich hier schon gerne zwei Hauptknochen nennen möchte, auf die anderen gehe ich dann später noch ein im Detail. Das sind zum einen der Humerus, das ist der Oberarmknochen, und bei den unteren Extremitäten unterhalb des Beckens der Femur, der Oberschenkelknochen, also Oberschenkelknochen. Als nächstes möchte ich gerne auf die Knochen ein bisschen im Detail eingehen. Wir haben hier den Humerus. Zur Erinnerung, zu Beginn des Videos und gegen Ende der Einführung habe ich genau diesen Knochen, wie auch diesen hier, den Oberschenkelknochen, den Femur erwähnt. Der Humerus, der Oberarmknochen, wie auch der Femur, der Oberschenkelknochen, gehören beide zu den zahlreichen Röhrenknochen in unserem Körper. Röhrenknochen, warum sind es Röhrenknochen? Nun ja, es müssen zum einen das rote und das gelbe Knochenmark Platz haben, sowie auch das Calcium, das lagert sich dort nämlich besonders gut ab, und auch sämtliche Mineralstoffe, Mineralien sind da eben vorhanden. Zum groben Aufbau des Humerus zum Beispiel, wir haben so wie auch beim Femur den Kaput. Zur Erinnerung, das ist Kopf. Hier wird es jetzt wirklich relevant, die Unterscheidung zwischen Kaput und
Kranium, weil Kranium ist der Schädel zur Erinnerung im Hauptkaput. Ja? Und wenn ich jetzt sage Kaput, ist gleich Kranium, wäre das falsch, denn so gesehen müsste auch hier ein Kranium sein. Ein Kranium ist der reine Schädelknochen. Ja? Somit ist es ganz gut zwischen Kaput und Kranium zu unterscheiden. Jedenfalls, hier haben wir eben den Caput humeri, wie auch beim Oberschenkelknochen. Da ist er eben hier, der Caput femoris. Ja. Des Weiteren haben wir auch ebenso wie beim Femur eben den Hals, den anatomischen Hals. Hier heißt er Colum anatomicum, während er beim Femur, wie man hier sehen kann, Colum femoris heißt. Kurz noch zur Info zum Oberschenkelknochen. Es ist so ziemlich der größte Knochen und schwerste Knochen, vor allem in unserem Körper, weil er eben das gesamte Gewicht des restlichen Körpers halten muss. Dementsprechend, wie man hier gut sehen kann, ist er auch sehr massiv aufgebaut. Ja, wenn man sich allein den Colum femoris ansieht, der ist ziemlich massiv und breit, ja, und dick. Ja. Caput femoris natürlich auch. Gleich mal vorweg zur Info, der Caput eines Knochens, ja, ob es jetzt der Caput femoris ist oder der Caput humeri, völlig wurscht. Fakt ist, diese Knochen, also diese Köpfe, sind zugleich auch jene Köpfe, die in den einzelnen Gelenken liegen, in den einzelnen Gelenkspfannen liegen. Ja? Man müsste sich hier vorstellen, das sehen wir uns dann eh später noch genauer an, hier ist so eine Gelenkspfanne, das Hüftgelenk, ja, wo eben dieser Caput femoris, wo eben dieser Oberschenkelknochen mit dem Caput femoris eingebettet ist. Wenn wir jetzt gleich mal kurz beim Femoris bleiben, beim einem der bedeutendsten Knochen, wie gesagt, im Körper, dann können wir hier ganz klar sehen, dass der Oberschenkelknochen weitaus massiver, breiter und dicker ist als der Unterarm, als der Oberarmknochen. Das hat einfach den Grund, weil er eben das gesamte Gewicht des Körpers halten muss. Des Weiteren haben wir hier die Vorder- und die Hinteransicht. Des Weiteren haben wir hier dann den Trochanter major und den Trochanter minor. Das sind eben zum einen der große Rollhügel und der kleine Rollhügel, analog zum Tuberculum minus und zum Tuberculum majus beim Humerus. Ja? Bei beiden sind es, deswegen sage ich analog, kleine und größere Wölbungen am Knochen, wenn man so will. Wir haben hier zum einen noch den Tuberculi majoris, die Leiste, die Crista Tuberculi majoris, das ist die Leiste des großen Höckers, und das die Crista Tuberculi minoris. Da haben wir im Prinzip auch quasi den Tuberculum minus sozusagen eingebettet. Es ist natürlich auch eine Linie, ja, nur dadurch, dass das eben so gedreht ist, sieht man das nicht wirklich. Ganz wichtig noch, ja, dazwischen haben wir einen sogenannten Zwischenraum, nämlich den Sulcus intertubercularis. Ich spreche das absichtlich so automatisch, so langsam aus, einfach deshalb, weil man sich in der Anatomie grundsätzlich viel zusammenreimen kann aus den einzelnen Begriffen, wenn man die Begriffsteile recht gut kennt aus dem Lateinischen. Inter haben wir hier, ist immer zwischen irgendetwas. Wenn wir dann später zu den Zellen kommen, haben wir dann auch zum Beispiel das Interstitium. Das ist im Prinzip dieser leere Zwischenraum, dieses Zwischenwasser quasi zwischen den einzelnen Zellen. Ja, und Sulcus ist eben die Rinne, ja,
Also zusammen Sulcus intertubercularis ist eben die Zwischenhöckerrinne. Tuberculum heißt eben, ist eben der Höcker. Ja? Nicht zu verwechseln bitte mit Tubus und Tubuli. Das sind die einzelnen Röhren, was die Höcker ja wohl nicht sind. Dann geht es weiter mit dem Tuberositas deltoidea. Das ist der raue Knochenhöcker des Deltamuskels. Ja, und dann eben der Hauptteil quasi ab hier, von hier weg bis eigentlich hinunter bis zum Unterarmgelenk, zum Unterarmknochen, der dann hier ungefähr wäre. Ja? Ist natürlich auf beiden Seiten gleich logisch. Ja? Einmal Vorder-, einmal Hinteransicht. Ja? Ja, auf jeden Fall eben der Korpus. Dann haben wir noch einen weiteren wichtigen Punkt. Ja? Ist natürlich auch bei beiden, kann natürlich auch bei beiden beschriftet werden. Die sogenannte Margo medialis, das ist die mediale Kante. Und dann haben wir hintrum die Margo lateralis, das ist die laterale Kante. Tja, dann geht es eben weiter mit dem Epicondylus medialis. Das ist der mediale Höcker. Wieder diese Wölbung kann man hier sehr schlecht, aber mit ein bisschen Übung erkennt man es. Ja, der Epicondylus medialis. Ja, natürlich haben wir das auch wieder medial und lateral. Ja, und schlussendlich haben wir noch die Fossa olecrani. Gleich zur Erklärung: Fossa ist die Grube. Ja, auf Lateinisch. Somit Fossa olecrani ist die Grube des Olecranum. Olecranum ist eben das proximale Ende der Ulna. Da müsste ich jetzt wieder zwei Begriffe erklären. Proximal bedeutet körpernahe und im Vergleich dazu distal fern. Ja? Also wenn da jetzt steht, das Olecranon ist das proximale Ende der Ulna, dann heißt das, es ist das körpernahe Ende der Elle. Ulna heißt Elle. Aber dazu später mehr. Es gibt dann nämlich auch noch die Speiche, den Radius. Aber wie gesagt, dazu später. Auf jeden Fall, die Fossa olecrani, nochmal zusammengefasst, ist also die Grube des proximalen Endes der Elle. Wir hätten dann auch noch die Trochlea humeri. Das sind sozusagen die Rollknorpel. Trochlea heißt auf Lateinisch wörtlich Walze oder Flaschenzug. Das heißt, in diesen Rollknorpeln werden einfach die Sehnen in diesem Falle umgelenkt. Und hier, ja, auch noch ganz wichtig, Sulcus zur Erinnerung, Entschuldigung, die Rinne. Die Rinne, wo der Nerv der Elle eingebettet ist. Und hier, was man hier dann nicht sieht, drum auch die Vorderansicht, ist dann auch noch das Capitulum humeri, das ist das Köpfchen des Humerus. Man kann das auch noch ein bisschen vergrößern, dass man es besser sieht. Also hier eben das Köpfchen des Humerus Capitulum. Erinnert an Kapitel, ist es aber nicht. Es ist einfach die lateinische Verkleinerungsform von caput. Kann man sich gut merken, weil auch hier wiederum, wie man kann sich gut vorstellen, hier mündet quasi der Oberarmknochen in den Unterarmknochen. Also da ist er so richtig schön eingebettet. Gut, somit hätten wir jetzt mal den Humerus besprochen. Schauen wir uns noch kurz den Femur ein bisschen genauer an. Das ist eben zur Erinnerung der Oberschenkelknochen. Hier haben wir wieder, wie gesagt, analog den Caput femoris.
Ja, analog zum Oberarmknochen, wo es der Caput humeri ist. Dann den deutlich massiveren Column femoris, den Trochanter minor, zur Erinnerung, Trochanter minor, kleiner Rollhügel, Trochanter major, großer Rollhügel und linea, was Neues diesmal, Intertrochanterica, die ist hier zu finden, ja, und hier auch, kann man hier sehr schön sehen, das ist eben die Zwischenrollhügellinie. Dann hier deutlich übersichtlicher haben wir den Corpus femoris. Hier sieht man es noch besser als beim Oberarmknochen, dass das eben alles ist. Ja, alles mit einschließt, also vom Hals weg, eigentlich vom Kolum bis hinunter zum Unterschenkelgelenk, mehr oder weniger. Ja, ist natürlich wieder hier Epicondylus lateralis. Wie zur Erinnerung beim Humerus hatten wir hier Epicondylus medialis. Das ist eben der mediale Höcker. Analog ist das hier beim Oberschenkelknochen der Fall. Auch hier haben wir wieder lateral und medialis. Zur Erinnerung, medialis Mitte, lateralis seitlich. Seitlich beziehungsweise horizontal. Ja, lateralis ist seitlich. Dann haben wir den Condylus medialis, der innere Höcker, wieder, und dann haben wir noch Facies patellaris, das ist quasi wörtlich das Gesicht der Kniescheibe. Die Kniescheibe ist also das, was da dazwischen dann drinnen liegt, deshalb auch diese Ausbuchtung hier. Nun haben wir da noch die Hinteransicht, ganz eindeutig, dass es eben der Condylus wieder Condylus lateralis, nur von hinten gesehen. Das ist im Prinzip, das kann man sich so vorstellen, das ist eben quasi so, das geht zwar rundherum, ja, um den Rollhügel, wenn man so will. Und hier natürlich wieder lateralis seitlich und medialis mittig. Und hier haben wir die Fossa, wieder eine gewisse Einkerbung. Ja, quasi die Grube, wie kann man auch nennen. Ja, die Grube. Das ist die Intercondylaris. Intercondylaris, deswegen, weil es zwischen den beiden Conduli ist. Ja, inter heißt immer zwischen. So, liebe Leute, bevor ich jetzt in das Innere der Knochen weiter vordringe, würde ich euch empfehlen, während ihr das Video anseht, nehmt euch leere Abbildungen zur Hand und versucht parallel diese zu beschriften. So prägt es sich mit Sicherheit besser ein. Des Weiteren möchte ich nun auch noch ein bisschen, bevor ich endgültig zum Inneren der Knochen marschiere, noch ein bisschen auf die Richtungsbezeichnungen des Körpers eingehen und auch auf die Lagebezeichnungen. Ich habe sie bereits ansatzweise erwähnt. Wir sehen hier wieder den Begriff lateral, und medial. Des Weiteren sehen wir auch schon zwei bekannte Bezeichnungen, proximal und distal. Hier haben wir es jetzt ein bisschen schöner auch dargestellt und ein bisschen offensichtlicher, was proximal und distal bedeutet. Proximal eben körpernahe und distal körperfern. Was es genau bedeutet, es bedeutet näher zum Körperrumpf, also zum Truncus, und distal weiter weg vom Körperrumpf. Als weitere Lagebezeichnungen oder auch Richtungsbezeichnungen kann man beides sagen, haben wir auch noch Dexter und Sinister. Dexter ist rechts, Sinister ist links. Gleich vorweg, wenn man ein Bild vom menschlichen Körper oder einem Körperbereich betrachtet, so ist es immer aus der Perspektive des Trägers, also des Menschen an sich. Dementsprechend haben wir hier
eben Dexter und Sinister genau verkehrt herum eigentlich aus unserer Sicht. Wenn wir uns das Video ansehen, dann ist da, wo Dexter steht, eigentlich links und da, wo Sinister steht, rechts. Ja? Frag mich jetzt bitte nicht, warum es immer aus der Sicht des Trägers ist, aber es hat wahrscheinlich vor allen Dingen bei der Anamnese einen Sinn, ja, weil wer beschreibt die Symptome? Der Patient selber und der sieht sich ja selber aus seiner Sicht. Ja? Dementsprechend, demzufolge hat man sich eben darauf geeinigt, dass es immer aus der Körperperspektive selbst zu sehen ist. Dementsprechend können wir jetzt aufklären, da wo Dexter steht, ist in Wirklichkeit, ist aus unserer Perspektive links. In Wahrheit stimmt es aber, dass dort tatsächlich rechts ist. Und Sinister natürlich links aus der Patientenperspektive und rechts aus unserer Perspektive. Es wird vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, diese beiden, also das zu kennen, grundsätzlich dieses Schema zu kennen, dieses Verfahren. Ja, weil wenn es dann um das Herz geht, ja, da wird man dann, wenn man sich da nicht so gut auskennt, sehr, sehr schnell unsicher, ja, wenn man da nicht ganz genau weiß, dass es eben aus der Perspektive des Patienten definitiv der Fall ist, ja, und zu sehen ist. Das ist grundsätzlich immer so, das zieht sich durch die gesamte Anatomie und Biologie durch. Immer aus der Patientenperspektive, das betone ich deshalb so sehr, weil, wie gesagt, wenn es ums Herzen geht, muss dann eben genau festgestellt werden, was wo ist. Ja? Das heißt, wir haben zum Beispiel die Vena cava, den linken Vorhof, den rechten Vorhof, die linke Herzkammer, das rechte Herzkammer, die einzelnen Klappen, das Myokard. Und so weiter und so fort, den gesamten detaillierten Aufbau des Herzens. Und wenn man dann nicht weiß, wo links und wo rechts ist, wird es schwierig, das dann tatsächlich richtig zu benennen und zu bezeichnen. Und im Extremfall, ja, kann es sogar lebensgefährlich sein. Ja. Aber dazu später, ja. Wir kommen jetzt noch vor allen Dingen auf zwei ganz, ganz, ganz wichtige Begriffe zurück, Superior und Inferior. Die werden uns wirklich sehr, sehr oft begegnen. Zum Beispiel haben wir die Hohlvene beim Herzen, da haben wir die wird aufgeteilt in die Vena cava superior und die Vena cava inferior. Was ich auch noch in diesem Zusammenhang quasi erwähnen möchte, ist inferior, heißt eigentlich hinein, ja, und nicht wirklich hinunter. Ja. Muss man sich wiederum aus der Perspektive des Körpers vorstellen, beziehungsweise ein bisschen ins Innere des Körpers blicken, um das zu verstehen. Denn gerade die Vena cava inferior, die wird ihrem Namen insofern gerecht, als dass sie ja eher in den Körper hineingeht als richtig hinunter. Ja? Aber grundsätzlich superior, oberhalb, inferior, unterhalb, gemeint aber wie gesagt eher innen und eher außen. Ja? Da sich ein bisschen durchzublicken, ich weiß, das kostet Zeit, da ein bisschen sicher zu werden und da wirklich sich zu orientieren, vor allem wenn man da tausend Sachen hat. Ja? Ist komplett logisch. Aber nur, dass ihr also mal gehört habt, auf jeden Fall. Und es ist einfach, wie gesagt, wichtig. Dann haben wir als nächste Richtungsbezeichnungen noch kranial und kaudal, sowie posterior und anterior. Beziehungsweise, ja, bei posterior kann man auch dorsal sagen, ja, und bei anterior ventral. Da kommt es wirklich darauf an, was man dann tatsächlich im Körper betrachtet. Dementsprechend ist es anders beschriftet, anders bezeichnet. Ja. Wichtig ist einfach zu wissen, posterior und dorsal sowie anterior und ventral ist
ein und das, mehr oder weniger ein und dasselbe. Posterior, wie man sich schon erwarten kann vom Bild her, nach hinten und anterior nach vorne. Ja? Dorsal zum Rücken hin, ventral zum Bauch hin. Ja? Wobei da natürlich zu sagen ist, wo ist der Bauch? Das ist eben, wie man vorher in der Überblicksgrafik gesehen hat, der Bauch, das Abdomen, ja, das heißt, die Bezeichnung ventral und wird uns hauptsächlich eigentlich bei allem, was mit dem Abdomen zu tun hat, begegnen. Ja, das wäre doch schon zu den Richtungsbezeichnungen. Falls ihr eine kurze Pause machen wollt, unser nächstes Thema ist dann, wie schon angekündigt, das Innere der Knochen. Willkommen zurück. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns, für alle, die eine kurze Pause gemacht haben, mit dem Aufbau eines Knochens. Ich habe jetzt repräsentativ und um auch wiederum den Einstieg etwas zu erleichtern, einmal den Röhrenknochen hergenommen. Wir haben hier zunächst einmal einfach nur ganz einfach den schematischen Aufbau. Da haben wir eben zum einen einmal der obere Teil, was auch gleichzeitig der Knochenkopf ist. Knochenkopf und Knochenhals mehr oder weniger. Die Epiphyse, Metaphyse, das ist dann schon wirklich der Hals. Ja. Die Diaphyse, das ist der größte Anteil, das ist der im das ist eben der Korpus. Ja. Dann haben wir noch einen kurzen Abschnitt, die Metaphyse, das ist da unten, ja, und dann wiederum die Epiphyse auf der anderen Seite, ja. Ganz rein überblicksmäßig, innerhalb der Epiphyse befinden sich die sogenannten Knochenbälkchen, die auch Spongiosa genannt, das ist einfach eine schwammartige Substanz, was wir aber dann im Detailaufbau noch genauer sehen werden. Heißt auch Substantia Spongiosa dementsprechend. Und dann haben wir eben hier im Korpus die Knochenmarkhöhle, wo, wie der Name schon sagt, logischerweise das Knochenmark sich drin befindet. Tja, ansonsten, das wäre es einmal zum schematischen Aufbau. Hier haben wir nun den Knochen schon ein bisschen detaillierter dargestellt. Wir sehen hier zu Beginn einmal die Knochenhaut. Ja, auch ja, die Knochenhaut eben. Die sich rund um den Knochen eben herumzieht, ja. Wie auch hier sehr schön auch wieder den Kopf, den Kaput des Knochens. Und hier sieht man auch sehr schön, dass es zugleich auch der Gelenkskopf ist, ja. Dieser Teil hier stellt den Gelenksknopf dar, Kopf dar, Entschuldigung. Eine Schicht weiter innen ist die äußere Knochenschicht, die Compacta, auch Corticalis genannt, die Knochenrinde, ja, und letztendlich das Knochenmark ist hier in dieser Gegend zu finden, das sich eben auch hier in der Knochenhöhle befindet. Ja, hier geht die Knochenhöhle und der Korpus weiter. Ganz wichtig noch, was wir hier oben noch haben, dass da haben wir eben wieder die Epiphyse, ja, dieser Bereich, da haben wir eben so ein Gerüst aus Knochenbäckchen, das ist im Prinzip nichts anderes als ein schwammartiges Gewebe, weshalb es auch Substantia spongiosa genannt wird. Gut, in diesem Sinne mal vorläufig, ein bisschen detaillierter schon. Des Weiteren haben wir hier auch nochmal eine andere Abbildung dazu, wie ein Knochen aufgebaut sein kann. Da haben wir hier diesmal, haben wir hier beschriftet den Knorpel. Da geht so ein Knorpel weg. Ja.
Im Prinzip diese Knorpel, auf die komme ich noch später genauer zu sprechen, aber diese Knorpel sind eben dafür da, dass die Knochen eben nicht aneinander reiben. Ja, also nicht komplett. Ja, also nicht so schmiegen, sondern dass sie ein bisschen einen Abstand haben. Das ist meistens ein relativ weiches Gewebe, aber es hält doch die Knochen ein bisschen auf Abstand. Was man hier jetzt auch so schön sehen kann, was man vorher nicht gesehen hat, sind die Trabekel, ja, die sich da drin befinden. Das sind feine Strukturen im Knochengewebe, die sich im ständigen Umbau befinden. Das heißt, diese Trabekel hier, diese kleinen Strukturen aus Knochengewebe, die bauen sich ständig um. Die tun sich dauernd irgendwie umpositionieren, dauernd irgendwie schauen sie anders aus, ja. Besonders wichtig wird das dann, wenn wir uns auf verschiedene Belastungen einstellen müssen. Ja, dann kommt es eben zu diesem Umbau der Trabekel. Ja, wie man hier schon gesehen hat, die Corticalis, das ist hier diesmal sogar so bezeichnet. Dann haben wir hier, was man vorher auch nicht gesehen hat, die Blutgefäße. Man sieht sogar direkt das gelbe Knochenmark. Zur Erinnerung, ich habe zu Beginn des Videos gesagt, das Knochenmark ist hauptsächlich das Gelbe. Ja, bei Erwachsenen und bei Kindern hauptsächlich rot. Dann haben wir hier außen noch die Knochenhaut. Noch kurz zur weiteren Erklärung. Das, was man hier weiß, das ganze Weiße, was man da hier sieht, dieses Mosaik, das sind im Prinzip diese Spongiosa, dieses Knochengerüst, ja, was von der Knochenwand eben weitergeht. Die Substantia spongiosa hingegen ist diese weiche, schwammartige Substanz, mit der ist der Knochen bis zur Markhöhle, also bis zum Markraum gefüllt. Und in dieser Substantia spongiosa schwimmen die Trabekel herum, die sich eben ständig, zur Erinnerung ständig umpositionieren und eben ihre Struktur immer ein bisschen ändern. Ja, das ist im Prinzip ein ganz weiches Gewebe, Knochengewebe, das sich immer ein bisschen verändert, je nach Anforderung. Falls ihr noch mehr über die Knochen wissen wollt oder euch das nochmal vertiefender anschauen wollt, es gibt im Google jede Menge Fotos dazu, die eben den Knochenaufbau auf verschiedenste Art und Weise zeigen. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Bewegungsarten und danach mit den einzelnen Gelenken. Zunächst einmal möchte ich bezüglich der Bewegungsarten einmal auf die Extremitäten eingehen, also auf die gesamten Arme bis zu den gesamten Beine. Hier unterscheidet man mal grundsätzlich zwischen Abduktion und Adduktion. Abduktion bedeutet vom Körper weg und Adduktion zum Körper hin. Das kommt vom Lateinischen abducere, adducere. Also wörtlich wegführen und hinführen. Neben der Adduktion und der Abduktion gibt es auch noch die Flexion und die Extension, wobei die Flexion die Beugung und die Extension die Streckung darstellt. Hier im Bild haben wir einzelne Bewegungen eben auch noch gekennzeichnet, unter anderem die Abduktion und die Adduktion und die Innenrotation und die Außenrotation, das heißt auch tatsächlich so und wird auch so akzeptiert. Eine Besonderheit gibt es natürlich noch. Bei der Flexion und Extension im Schulter- bzw. Hüftgelenk können wir auch von einer Anteversion und Retroversion sprechen. Anteversion hierbei natürlich wieder die Flexion und Retroversion wiederum die Extension.
Das waren jetzt mal die grundsätzlichen Bewegungsmuster. Die Bewegungsrichtungen seht ihr etwas früher in diesem Video, als ich auch auf die Richtungsbezeichnungen und Lagebezeichnungen eingegangen bin. Und somit können wir jetzt uns auch schon den Gelenken widmen. Wir haben hier zunächst einmal eine Übersicht über die einzelnen Gelenke im Körper und auch wo sie zu finden sind. Wir haben zum einen das bekannteste Gelenk, glaube ich, das Kugelgelenk, dann das Eigelenk, was ganz ähnlich aufgebaut ist, das Scharniergelenk, was wir, glaube ich, auch alle sehr gut kennen, das Sattelgelenk und das Drehgelenk oder Zapfengelenk. Des Weiteren gibt es, abgesehen von den erwähnten, auch noch das ebene Gelenk. Das ist, wie man hier auch in der Grafik gut sehen kann, unmittelbar zwischen dem distalen Ende des Unterschenkels und den Füßen zu finden. Fangen wir zunächst einmal mit dem Kugelgelenk an. Das Kugelgelenk ist, wie gesagt, ein rundes Gelenk, ja, was Drehungen in alle Richtungen ermöglicht. Es ist vorwiegend, wie man auch schon in der Überblicksgrafik gesehen hat, eben bei der Schulter und bei der Hüfte zu finden. Man kann sich das sehr gut vorstellen, dass da ein Kugelgelenk ist. Man kann ja die Schulter schließlich in alle, mehr oder weniger alle Richtungen bewegen, und sie kann auch ausgerenkt werden. Aber man kann sie grundsätzlich in alle Richtungen bewegen, vorwärts, rückwärts und rundherum Schulterkreisen. Genauso verhält es sich auch bei der Hüfte. Zum grundsätzlichen schematischen Aufbau eines Gelenks. Wir haben zum einen den Gelenkskopf, das ist auch zugleich der Kaput des Knochens, ja, wenn wir uns erinnern. Und dann der am jeweiligen Ende der Knochen eben diese Knorpel, die die Knochen eben bei der Bewegung über das Gelenk voneinander auseinanderhalten sollen. Die sollen einfach verhindern, dass es sie aneinander reiben. Als zusätzlichen Abstandhalter haben wir noch die sogenannte Gelenksflüssigkeit. Also das ist dieser Gelenksspalt, ja, der mit dieser Gelenksflüssigkeit gefüllt ist. Und das alles befindet sich in einer Gelenkskapsel mit den Gelenksbändern. Das sind so Sehnen, die sich eben verkürzen oder verlängern, je nachdem, welche Bewegung man gerade durchführt. Ja, das wäre mal das Kugelgelenk. Als nächstes kommen wir nun zum Eigelenk. Das Eigelenk ist, wie man hier schön sehen kann, das Handflächengelenk, das sich nach vorne und nach hinten bewegen lässt und auch ein bisschen seitlich, also aber eben nicht komplett so frei wie das Kugelgelenk in alle Richtungen. Es ist schon ein bisschen begrenzt. Man kann sehr gut sehen, dass es sehr ähnlich aufgebaut ist wie das Kugelgelenk, aber eben nicht ganz gleich und auch nicht ganz so wendig. Das nächste Gelenk, was wir uns anschauen werden, ist das Scharniergelenk. Das sieht man jetzt hier schön und gleich noch im Detail. Hier, das ist dieses typische Gelenk, was man auch bei Türen findet. Bei den Scharnieren, wenn man schon mal eine Tür vor sich gesehen hat, wie die genau aufgebaut ist, kennt man dieses Gelenk. Das ermöglicht nur eine Bewegung von vorne nach hinten, also vor und zurück, auf und zu bei der Tür, Abduktion und Adduktion, Flexion und Extension beim Unterarm. Das nächste Gelenk, was ich mir noch gerne mit euch anschauen möchte, ist das Zapfengelenk. Es befindet sich, wie man hier jetzt sehr gut sehen kann, zwischen Halswirbel C6 und C7. Wir haben da auch noch das Schlüsselbein seitlich weggehend. Das ist aber jetzt
wie gesagt, kommt dann später, wenn wir auf die Struktur genauer eingehen des Körpers. Aber das Zapfengelenk, das ist ein typisches, eines der vielen Halsgelenke und ein typisches Gelenk, was sich wirklich nur von links nach rechts bewegen lässt. Falls euch fragt, das Gelenk, was dann auch noch die Bewegung des Kopfes von oben nach unten macht, das wäre eben das wiederum ein Eigelenk. Es heißt auch Atlanto-Okzipitalgelenk. Wobei man natürlich gleich vorweg noch zu den Gelenken sagen muss, die Gelenke spielen gerade beim Kopf, sieht man das ja sehr schön, alle miteinander zusammen. Das heißt, das Atlanto-Okzipitalgelenk und das Zapfengelenk zwischen C6 und C7, das ist im Endeffekt, das hängt alles miteinander zusammen, denn wenn man sich überlegt, den Kopf kann man ja nicht nur nicken, sondern gleichzeitig auch drehen. Man kann wirklich, also das ist eine typische Form auch eines Eigelenkes. Da wird jetzt, glaube ich, ein bisschen klarer, was ein Eigelenk eben im Vergleich zum Kugelgelenk ist. Eben das ermöglicht all diese Bewegungen gleichzeitig. Nicken, Kopf kreisen dabei gleichzeitig und eben zusammen, im Zusammenspiel mit eben mit dem Gelenk zwischen C6 und C7, diesem Zapfengelenk, haben wir eben diese Möglichkeit, dass wir den Kopf von links nach rechts drehen können. Damit kommen wir auch schon zu unserem vorletzten Gelenk, nämlich dem Sattelgelenk. Das Sattelgelenk finden wir beim Daumen wie auch beim kleinen Finger. Das ist jenes Gelenk, was sich eben mehr oder weniger vor, so richtig im Sattel quasi befindet, was sich im Sattel richtig bewegen lässt, ja, wie auf einem Sattel mehr oder weniger. Schon etwas nicht ganz so wendig wie das Kugelgelenk, aber doch relativ wendiger als zum Beispiel nur die Scharniergelenke oder eben die Zapfengelenke. Generell möchte ich zu den Gelenken, zu den einzelnen anmerken, dass man das am besten verstehen kann, wenn man es einfach im Selbstversuch einmal ausprobiert. Ganz besonders beim zuletzt erwähnten Sattelgelenk, dem Daumen, aber auch beim Gelenk des kleinen Fingers, sieht man sehr schön, was für eine Art Gelenk das eigentlich sein muss. Und beim Daumen speziell, dass es wirklich auch tatsächlich ein Sattelgelenk ist. Wenn man sich das mal ein bisschen genauer hinschaut, kann man sich das wirklich sehr schön vorstellen, wie man den Daumen bewegen kann, was sich da generell tut und so weiter. Zu guter Letzt möchte ich jetzt eben auch noch kurz auf das ebene Gelenk eingehen. Das findet man eben unter anderem bei den Füßen unten. Da haben wir natürlich auch wieder, wie auch beim Kopf, und nebenbei bemerkt, bei all den anderen Gelenken, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, eben auch ein Zusammenspiel mehrerer Gelenke, aber rein um eben auf das ebene Gelenk einzugehen. Das besteht aus zwei flachen, annähernd flachen Gelenksflächen, erlaubt theoretisch eine Gleitbewegung in sämtliche Richtungen. Dies wird aber durch Hemmbänder, worauf wir auch später noch weiter eingehen werden, verhindert. Und man kann das sehr schön sehen, wenn man sich den Fuß anschaut und versucht, ihn zu bewegen. Man kann ihn wohl von oben nach unten bewegen und von links nach rechts, aber wenn man ihn irgendwie versucht, ein bisschen mehr zu drehen, kann man feststellen, dass das ziemlich weh tut. Das sind eben genau diese Hemmbänder. Ein Beispiel, ebenes Gelenk ist nicht nur das beim Fuß, was man vorhin gesehen hat, sondern selbstverständlich auch eines der Zwischenwirbelgelenke, ein sogenanntes Facettengelenk. Aber auf die Beispiele der einzelnen Gelenke, für einzelne Gelenke, was es da für Vertreter gibt, wo die überall zu finden sind, gehe ich nochmal genauer im nächsten Video ein.
In diesem Sinne, ja, hätten wir es fürs Erste schon mal geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim zweiten Teil, wo es dann, wie gesagt, um nochmal konkrete Beispiele für Gelenke, Gelenksvertreter, sowie noch weitere Knochenarten, wie zum Beispiel den Unterschenkel, die Elle, die Speiche, den Unterarm natürlich selbstverständlich und auch um Muskeln und Gewebe geht.